wir werden Eltern. Ihr Lieben, es ist endlich raus. Alle wissen Bescheid. Ihr wusstet es schon früher, aber jetzt wissen es auch alle im Kolle-Kiez. Lilly ist schwanger und kann jetzt offen damit umgehen und sich offiziell freuen, zusammen mit Nihat. Du wirst Oma. Was? Ich werde Oma? Ja, also das war ja lange ein wohlgehütetes Geheimnis zwischen Lilly und Nihat, dass sie schwanger ist. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, es allen zu sagen. Maren hat es schon einen Ticki früher erfahren, Michi tatsächlich auch. Und beide haben so getan, als wenn sie es nicht wissen. Sehr gut, gute Secret Keeper, muss man sich merken. Und jetzt ist es wirklich raus und jetzt wird es gefeiert. Und alle freuen sich total und am meisten freuen sich Lilly und Nihat. Also ich glaube, wenn jemand es schafft, alles unter einen Hut zu kriegen, dann Lilly, ehrlich gesagt. Aber trotzdem ist es natürlich eine riesengroße Belastung. Auch so wie Nihat sich das vorstellt mit, ja, ich mache dann hier auf, ich mache das dann alles und so. Wobei dann wiederum denke ich, die sind halt so modern, dass das durchaus funktionieren könnte und sie durchaus beweisen könnten, dass das funktioniert. Und das wäre natürlich irgendwie wünschenswert. Also ich kann mir bei Lilly und Nihat irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass die heiraten. Ich glaube, und selbst das Zusammenziehen, also klar, wegen des Kindes schon, das ergibt einfach Sinn. Aber ich glaube, theoretisch wären die dafür gemacht, auch die ganze Zeit getrennte Wohnung zu haben und einfach eh immer beieinander zu übernachten, aber so ein bisschen diese Freiheit zu behalten, einfach da flexibel zu sein. Klar, wünschen, so als netter Mensch, der Menschen Gutes wünscht, wünsche ich denen natürlich auch, dass die total happy werden und eine riesen Traumhochzeit und 10 Kinder. Aber also das sehe ich jetzt gerade nicht so. Aber vielleicht überrascht mich das Paar noch oder die Autoren. Das Kind wird wahrscheinlich wahnsinnig intelligent, ne? Also das ist ja bei den Eltern, wahrscheinlich wird es einfach ein Klugscheißer. Ob das jetzt wirklich intelligent ist oder nicht, aber das Gen wird definitiv durchkommen. Das glaube ich, da glaube ich ganz fest dran. Und ansonsten, ich glaube, Lilly und Nihat machen das vielleicht nicht so wie im Bilderbuch von der Erziehung her und so. Und ich kann mir auch vorstellen, Nihat ist halt, naja, der ist halt schon sehr extrem manchmal und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu extrem. Aber Lilly wird es ausgleichen. Glaube ich wirklich? Doch, doch. Und ich glaube auch, ich meine, Lilly ist ja auch bei einer Chaosmutter groß geworden. Ich kann mir vorstellen, dass sie es alles ein bisschen anders machen will, ohne jetzt da zu extrem zu werden. Weil da, sie neigt eher nicht so zu extrem, finde ich. Sagt, wenn ihr das anders seht. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann wisst ihr Bescheid. Montag bis Freitag um 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. Hallo alle miteinander. Hat euch das Video gefallen? Okay, doofe Frage, wahrscheinlich schon, na klar. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr ganz einfach hier klicken. Und wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, dann könnt ihr ganz einfach hier klicken. Auf RTL+, jederzeit. Hm?